Ja, so, willkommen bei diesem Informationsvideo hier. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag bei diesem Nosterraf-Update. Wir werden Informationen jetzt verteilen, aber währenddessen wird es aufgelockert, weil so ein langweiliges Labervideo einfach nur, finde ich, öde und deswegen ja, wird das, da das immer musst mal du dir doch jetzt nicht sagen, das werden wir doch jetzt sehen. Ja, okay. Schneid Film ab, Film ab. So, wir wollen noch mal gucken, was es in der YouTuber-WG Neues gibt. Wir schauen mal. Ich habe nämlich mit meinem netten Mitbewohner Franz hier was am Züchten und das hat nichts damit zu tun, dass die Frau im Haus gerade ein paar Tage nicht da ist. Wir sind sehr naturwissenschaftlich engagiert. Das hier ist übrigens auch, sieht man? Mhm, ja. Sieht man, ist gut. Das ist Robins biologisches Experiment und jetzt kommt unser gemeinsames. Dazu muss gesagt sein, gestern Morgen war das hier noch nicht. Oh, hast du das gehört? Ja, das gibt's Neues in der YouTuber-WG. Allgemein. Alter, die ist aufgeplatzt. Meine Hand ist das. Ja, zum einen haben wir die Gamescom natürlich als großes Thema, da fragen ja bestimmt viele. Da ist gerade der David dran, ob er uns so ein paar Tickets besorgen kann. Ansonsten versuche ich noch parallel Presseakkreditierung zu bekommen. Wenn das nicht klappt, müssen wir uns Tickets kaufen, aber da sein werden wir auf jeden Fall. Und ich vermute, es wird auf jeden Fall Freitag und Samstag sein. Donnerstag noch, weiß ich nicht. 3 Tage brauche ich persönlich nicht. Ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Zwischendrin sind wir auf jeden Fall auf dem Ring, da sind wir auch... Auf dem Ring? Auf dem Ring, ne? Abends meinst du? Na klar. Party hart. Party weich. Wir haben in unserem Foyerzimmer hier außerdem jetzt noch ein ganz tolles neues Feature. Kann man hier direkt Party machen. Gut, nächstes Thema dann. Was ist auf dem Hauptkanal los? Warum ist da gerade wieder nicht so viel am passieren? Ich sage einfach mal, was wir gerade alles... Rechtfertigungslord. Ich sage einfach mal, da irgendwann kommt da Material. Wir sind gerade echt bei vielen Sachen dran. Ich ziehe einfach mal auf. Game of Thrones ist immer noch in der Mache. Mirror's Edge ist noch in der Mache. Super Mario ist in der Mache. Trolling Singer 5 ist in der Mache. Dann habe ich angefangen, mit Cripple to Go ein Video zu filmen. Also hier so im Rollstuhl und so. Behindertenwitz. Haha, lol. Der hat sich dabei verletzt. Deswegen zieht sich das übelst lange hin. Dann haben wir noch so Special-Sache von einem Kumpel von uns. Der kann Leuten, habe ich ja im letzten Fab-Date gesagt, der kann Leuten nachplappern. Auch das ist in der Mache, der hat immer nicht so viel Zeit und so. Also viele Sachen und da ist es immer nicht so ganz klar, wie das geht. Ich versuche das jetzt ein bisschen strukturierter zu machen, dass ich wirklich eins fertig mache und dann das nächste und nicht so viele Parallelsachen. Das ist immer nicht so geil. So. Also jetzt hau mal fest einen Zeitplan raus. Genau. Nein. Nur damit ihr, besonders die Patreon-Leute denken, ja, ne, was sollen die Scheiße, inaktiv und so. So ist es nicht. Der Herodes fuchst sich gerade so ein bisschen an das Skateboarden ran und hat sich die Aufgabe gestellt, dabei cool und lässig auszusehen, als würde er das jeden Tag machen. Nee, das ist ja jetzt übertrieben. Lauf mal ganz normal. Warum sieht das nicht? Warum sieht das so komisch aus? Das Rollen ist schon stark. Ja, Herodes muss halt gerade skaten, weil ich muss hier erstmal neue Schuhe kaufen. Deswegen konnte ich den offiziellen Nosterra Forts Trick auch noch nicht erfinden. Ich hole mir erstmal am Montag, heute ist Sonntag, hole ich mir neue Schuhe. Und dann geht das los. Ich habe auf Nosterra Forts so eine kleine Challenge, einen Trick mir zu überlegen aus euren vorgegebenen Wörtern. Also eigentlich habe ich ja schon einen neu erfundenen Trick, der total dumm ist. Ja, du hast recht. Und Nosterra Forts würdig wäre vom Style her, aber den kenne ich halt schon, den habe ich schon vor Jahren gemacht und den hat halt noch keiner gemacht, der ist quasi noch neu, aber ich will halt einen ganz neuen erfinden und mir nicht jetzt einfach sagen, okay, das ist jetzt der Nosterra Forts Trick. Deswegen mache ich den jetzt einfach mal und Herodes macht den dann mal nach. Und den nennen wir dann auch irgendwie, aber das ist nicht der offizielle Nosterra Forts Trick, dafür will ich mir schon was Neues überlegen. Mach's dir. Ja? Nee, dann musst du es umdrehen. Ja? Und jetzt so drüber steigen? Immer abwechselnd, links rüber, rechts rüber. Ja! Perfekt.
Und jetzt im Flow. Ich kann's nicht. Du machst es wieder andersrum. Ja, okay. Also das wäre ein Kandidat für den Nossera Furztrick, aber den gab es halt vorher schon. Zwar von mir, aber ja, der war gut. Aber ich will halt wirklich einen ganz neuen mir ausdenken. Außerdem hatten wir noch ein Kamerateam da. Das ist richtig. Wir hatten ein Kamerateam da und die werden auf jeden Fall auch noch einen Film machen. Die machen einen Film, der kommt irgendwie im November raus. Irgendwie so Semi-Doku, bla, Weimarer Persönlichkeiten, irgend sowas. Darüber sprechen wir auch in einem kleinen neuen Feature auf diesem Kanal hier. Und zwar dem Podumcast. Work in Progress Title, ja. Auf jeden Fall. Also wir wollen uns mal im Podcasten versuchen, damit man frisch bleibt, immer mal was Neues. Und also ihr habt jetzt schon eine kleine Einstimmung, wir spielen uns hier die Bälle zu. Ja. Das ist flüssig, das läuft hier. Also man hört sich das halt auch gerne an. Genau. Und das in Podcast-Form. Das hat nicht so wirklich was mit dem Nossera Feedback zu tun, sondern soll eine eigene Sache sein. Da hat er auch recht. Da lügt er euch nicht an, der Mann. Ja, also einfach mal ausprobieren. Vielleicht habt ihr auch keinen Bock. Vielleicht haben wir dann auch nach einer Zeit keinen Bock mehr drauf. Haben wir aber dann auch Bock und das wird ein richtig geiles Teil. Ja. Wirklich einfach nur so eine Stunde labern über spezifische Themen, aber wir haben da nicht keine Struktur. Wir haben jetzt, morgen kommt erstmal Episode 0 quasi davon. Da könnt ihr mal reinhören. Bisweilen sagt ja einstweilen mal jemand, dass man uns ganz gern zuhört. Und vielleicht könnt ihr das dann machen. Dann ist da noch ein MP3-Link in der Beschreibung. Dann könnt ihr euch das unterwegs anhören. Könnt ihr sagen, ob ihr Bock drauf habt. Wir wollten halt einfach mal was Neues ausprobieren, damit die ganze Sache hier fresh bleibt. Und ich fand es ganz lustig. Wir müssen uns natürlich noch etwas selbst finden. Wie fandest du es denn? Einfach fresh, einfach fresh. Ich sehe schon. Um diese ganze Informationsflut aufzulockern, machen wir jetzt zusammen einen Team-Kickflip. Passt auf, das wird ganz tolli. Jawohl! Hey! Enti, Enti, Quack, Quack, süß und doch so klein, tut ganz viel Enthusiasmus in den Planfleit hinein. Quack! Also du läufst jetzt gerade einfach mal so in deinem Alltag... In deinem Alltag läufst du jetzt einfach mal irgendwo so hin. So. Nein, warte, du musst ja dabei cool und lässig aussehen. Ich probier's! Ja, warte, nimm das Skateboard mal in die andere Hand, dann kriegst du das... Nimm das Skateboard mal in die andere Hand, dann kriegst du das Spezialfeature. So, warte, warte, warte. So, hier. Oh. Und jetzt lauf damit dann lässig. Ist der Gag jetzt im Kontext des Videos oder was? Ich verstehe ihn nicht. Nein, eigentlich ist es nur, weil du bei Leon Mascher diese Kamera so doof fandest. Kannst ja kurz die Anekdote mal. Du, die stehen da alle mit ihren 5K-Handys. Und mittendrin als professioneller Kameramann von einem großen YouTube-Kanal mit diesem Ding. Also ich hoffe, das ist im Video jetzt lustig. Also, du hast dich halt darüber beschwert und ich fand es gar nicht so schlimm. Du hast gesagt, das ist dir unangenehm, mit dieser Gurke da rumzustehen. Das ist leider wahr. Herr Rodes hat es schon weit gebracht. Er ist jetzt Profi-Skateboarder und die Leute, die lieben ihn einfach, Mann. Ja, Mann. Was war's noch? Ich hatte noch was. Kommt ja eh mal. Downtime! Ja. Hardtack, Hardtack. Also morgen erster Podcast auf jeden Fall. Das Thema wird sein Pickup-Szene und so, aber das ist nur das grobe Thema. Es geht um vielerlei Sachen. Ich hab mich hier so an einem Crip-Tape gekratzt. Was kommt denn da jetzt an? Da kommt Mimi mit dem Hund. Hallo. Hi. Na, was ist denn das jetzt hier am passieren? Scheinbar ein Hund. Na, hast du was zu sagen? Hier bitte ins Mikrofon. Hier, das zerstört hier unser ganzes Gras. Was ist denn das? Der Hund macht das Filmset hier kaputt. Ja, das haben wir hier liebevoll angepflanzt. So. Wir planen halt auch demnächst mal einfach uns ein Auto zu nehmen und auf die Dörfer zu fahren und einfach mal zu gucken, was ist. Also quasi so eine Roadtour durch Thüringen ins Umland. Das ist übelster Quatsch. Was erzählst du denn da? Was? Ja, wieso habe ich hier kein Mitbestimmungsrecht? Wenn ich möchte, dass wir das mal machen, dann können wir das doch mal machen. Okay. Thüringer Umland, Thüringer Schönheiten, Thüringer Dörflichkeiten. Ja, also hier ist gerade so ein Hundearsch, das passt auf jeden Fall perfekt, um zu sagen, was hier für Content in Zukunft kommt. Mann! Der Hund vergewaltigt die Kamera.
Ey, voll der geile Move hier, das festhält mit den Händen. Oh, wo ist es hin? Ansonsten war das jetzt das Nussdraff-Update. Herr Rodes macht noch seinen Olli und dann ist ja erstmal Schicht im Schacht. Ich halte jetzt das Mikrofon hin. Oh. Ja, der war doch fast gestanden. Von hier sah es aus, als war der. Ja, ja gut, dann bis zum nächsten Video. Wird dann wahrscheinlich erstmal Podcast und dann kommt mein Lied. Ich weiß noch nicht, wie es heißt, aber es geht um